Willkommen bei Minecraft und einer weiteren Folge mit der Dorferweiterung. Was will ich denn? Wo will ich denn hier raus? So, kann doch hier raus. Ich habe ja gesagt, ich möchte den Boden verbessern. Mit was kann ich den Boden verbessern? Ich mache das mal mit dem Baustein. Man sieht das so ein bisschen. Jut. Ich weiß jetzt nicht, ob das in den anderen in den anderen Häusern auch so war oder ob das ein ganz normaler Holzboden war. Ich nehme jetzt diese Lehmziegel. So. Mir fehlt mir irgendwie der Ring von Stardew Valley, der mir die Materialien zufliegen lässt. Gut, das habe ich. Okay, ging ja schnell. Jetzt kommt Steinchen. Ich mache es mal zu, weil die Türen und Fenster kann ich mir immer noch rausholen. Das ist ja kein Problem. Und auch im Survival-Modus ist das mit dem Bruchstein kein Verlust, weil die kommen ja sowieso so oder so wieder zurück. Das ist ja bei Bruchsteinen, auch wenn sie nicht so atemberaubend aussehen, eine tolle Sache. Ja. Gut. Jetzt baue ich quasi die Wände. Die Außenwände. Und... Ne, die Außenwand war doof. Die werden etwas flach, die Häuser, aber was soll's. Dürfen die Leute eben nicht so groß sein. Gut. Es wird ja. Da baue ich mir also mein eigenes Dorf. Ich werde mir von den anderen Dörfern noch einiges abschauen. Ich brauche diesen Stein hier. Laterne noch nicht, die kommt zum Schluss. Ich brauche das hier. Ich mache ein gratis, also von innen soll es gratis sein, von außen ja schräg. Dach. Also mache ich erstmal eine Ebene. Deswegen habe ich auch diese Stufen hier bei, diese Treppen. Mal gucken, wie weit ich jetzt komme in den nächsten 10 oder 10 Minuten noch. Auch im Survival-Modus, Kreativ-Modus dauert es etwas länger. Uiuiui, das ist ja mal eine Aufgabe. So, das letzte Dach. Ach nee, hier habe ich ja noch gar nicht gemacht. Dreier. Mache es mal am besten hier hinten. Hier kommt ja dann das Fenster rein. Das lasse ich gleich mal offen, weil das eben so eingebaut ist, dass ich das dann nicht so richtig sehe. Und bevor ich hier so viel abbaue, wäre das etwas doof. Hier ist natürlich Schnuppe, weil hier ja frei ist. Dann beginne ich mal mit dem Dach hier. Erstmal hier zubauen hier. Gut. Passt da langsam, ne? So, ich komme nicht ran. Mit dem Dach kann man mal so beginnen. Und zwar von der Seite würde ich vorschlagen.
Von hier bis hier bis hier bis hier. Genau. Und Schrägdach kommt dann von hier, ist ein bisschen kompliziert wegen dieser Einengung. Aber hier passt es ganz gut. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das von der anderen Seite komplett habe. Ja. Dann muss ich jetzt zubauen. Ich würde sowieso gerne eine Seite mit diesem Turm machen, genau. Dann hier drinnen wieder zu, damit ich etwas leichter habe zum Bauen. Und dann kommt die Treppe wieder. Gut, wird ja langsam. Dann kommt hier das Ding. Aber hier kann ich jetzt nicht großartig hinmachen. Also muss das hier enden und hier mache ich eins von dem mit dem. Genau. Gut. Hier kommt das Tor. Hier mache ich Stufen ausnahmsweise hin. Dann kommt man hier rein, hat hier zwei Fenster und hier zwei Fenster. Dann kommt hier ein Bett hin, eine Truhe oder ein Bücherregal, je nachdem. Was machen die denn hier? Was ist denn das? Der muss ja, der ist ja hier freiwilliges Exil. Ist das ein Monster? Ich weiß es nicht. Was die sind. Und ich weiß auch nicht, was die abwerfen. Ich habe keinen Schimmer. Naja. Ein böses Omen. Mhm. Ist das für mich oder ist das für die? Weiß ich nicht. Werde ich mich informieren. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.